Servus YouTube! Heute, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, soll es um Dimmer und vor allem um die Geschichte von Dimmern gehen. Wenn euch die eigentlich gar nicht interessiert, sondern nur was es gerade jetzt so gibt, dann könnt ihr auch zum Ende springen, aber darauf gehe ich jetzt nicht so wahnsinnig tiefgreifend ein. Genau. Außerdem ist das jetzt natürlich ein Video, das geht schon ins Detail, das ist jetzt... Da war viel Recherche damit verbunden. Wenn ihr irgendwelche Fehler seht, irgendwas, was ich nicht richtig verstanden habe, irgendwas, was euch auffällt, das mir irgendwie noch fehlt, was ich übersehen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch gerne, dann kann ich da nämlich noch näher drauf eingehen, weil das ist schon ein Thema, da kann man viel dazu sagen, da gibt es viele, viele Sachen, die einfach in das Video auch nicht reinpassen, die den Rahmen sprengen würden. Genau, als erstes jetzt, wie hat es denn angefangen mit Dimmern? Also grundsätzlich, um das elektrische Prinzip jetzt vorher schnell zu erklären, wenn man zwei Widerstände in Reihe schaltet in einem Stromkreis, also nacheinander der Strom da durchfließt, und diese Widerstände haben ein Verhältnis von 75 zu 25, also zum Beispiel 75 Ohm und 25 Ohm, dann fällt auch die Spannung genau in diesem Verhältnis an diesen zwei Widerständen ab. Das heißt, wenn ich diesen 25 Ohm Widerstand einfach regelbar machen würde und den erhöhe, dann könnte ich damit regeln, wie viel Spannung an dem Widerstand dahinter abfällt. Und das Prinzip, genau so, machen sich die ersten Dimmer zunutze. Das sind nämlich die sogenannten Rheostat-Dimmer. Rheostat-Dimmer sind regelbare Widerstände. Und zum Beispiel die ersten Dimmer, die richtig in Theatern und so eingesetzt wurden, waren dann flüssig regelbare Widerstände, das heißt zum Beispiel Salzwasserdimmer, sogenannte Pisspots. Die wurden so gebaut, es war im Prinzip eine Tonne, also schon wirklich was Großes. Das war nichts Portables, Kleines, wie es das heute gibt. Und da wurde Salzwasser reingefüllt. Und dann gab es unten an dem Boden von dieser Tonne einen Kontakt und einen Kontakt, den man von oben da reingefahren hat. Und umso näher, den man natürlich an den unteren Kontakt gebracht hat, umso kleiner war der Widerstand von dem ganzen Ding und umso mehr Strom kam dann auch wirklich an der Lampe, die dahinter hing, dann an. Gut, Nachteile von dem Ding waren aber, dass das erstens mal Korrosion gibt mit Flüssigkeiten, Metall ist klar. Außerdem, die Flüssigkeit an sich wird natürlich verunreinigt und muss immer geschaut werden, dass die richtige Lösung hat, also das richtige Verhältnis von Salz zu Wasser. Dann ist es natürlich gefährlich, weil da Spannung offen da liegt und man muss daran rumhantieren. Und man musste da halt auch wirklich an diesem einen Teil rumhantieren. Fernsteuerung ging da nicht und auch mehrere Kanäle gleichzeitig steuern war nicht möglich. Ist logisch. Außerdem ist ein großer Nachteil, dass halt dann die ganze Energie durch den Lichtsteuerplatz fließen muss. Das heißt, man hat erstens lange Kabelwege, man muss da sehr, sehr viel Energie durchleiten. Man hat große, schwere Kabel und natürlich muss dann die gesamte Energie, wird dann immer umgesetzt. Das heißt, man hat da keine Energieeffizienz, man hat immer die maximale Leistung, die da rauskommen könnte, wird immer umgesetzt und halt dann im Dimmer in Wärme umgesetzt. Das ist natürlich auch wieder ein Risiko, vor allem für Brände, die auch da dann ein nicht zu unterschätzender Faktor waren. Die kamen auch vor. Außerdem gab es dann auch noch eine andere Art von Rheostat-Dimmern, nämlich klassisch, kennt jeder, ein Potti. Ist ja auch nichts anderes als ein regelbarer Widerstand, bloß dass der dann natürlich, um eine 1kW-Lampe zu dimmen, in deutlich größer gebaut werden musste. So ein Potti, wie der innen funktioniert, da ist eine Spule um einen Kreis gewickelt und dann fährt man einen Kontakt über diese Spule und umso näher man zum Eingang kommt, umso kleiner ist natürlich der Widerstand von dem Draht, der da drumherum gewickelt ist. Und ja, das hat einen großen Nachteil. Der Kontakt, die Kontaktstelle, die wird erstens sehr schnell schlechter und zweitens, die Kontaktstelle ist sehr klein. Das heißt, da entsteht viel thermische Verlustleistung. Und gerade an so einer Stelle ist es natürlich blöd, weil dadurch der Draht schmilzt, irgendwann vielleicht ganz weg ist. Und vor allem, da kann es halt wirklich zu Bränden kommen, wenn man da den sehr lang auf einer Stelle stehen lässt, was ja auch durchaus mal vorkommen kann in einem Theater oder ähnlichem. Und diese Dinge waren wirklich Brocken.
Dann hat sich da ein bisschen was entwickelt. Und zwar nämlich sogenannte Coil Rotation Transformers. Das heißt, Transformatoren sind ja normalerweise aus zwei Spulen gebaut. Und jetzt baut man die rechte einfach drehbar. Das heißt, man hat einen Stator und einen Rotor. Und hat dadurch den Vorteil, man hat keine Komponenten mehr, die so schnell verschleißen. Und das ist weniger wartungsarm, das ist praktikabler, das ist nicht so gefährlich. Man muss da nicht direkt an Sachen hinlangen, die Strom führen. Hat aber auch immer noch den Nachteil, die komplette Energie wird umgesetzt. Weil die natürlich immer durch die erste Spule fließt. Und man nur mit der zweiten Spule regelt, wie sehr sie im Feld von der ersten Spule steht. Und dadurch halt regelt, wie viel Leistung da auch wirklich ankommt. Genau, dann hat man halt außerdem immer noch diesen Nachteil, dass man das sehr gerne fernsteuern würde normalerweise. Geht aber da auch noch sehr schlecht, gab es nicht. Das war da nicht machbar, das mit Motoren zu bauen und dann von woanders fernzusteuern. Aber dann hat man sogenannte Variacs entwickelt. Variable Autotransformatoren. Auch hier wird die Länge von einer Spule variiert, ähnlich wie bei einem Potty. Aber da wird wirklich an der Sekundärspule geregelt, wie viele Windungen diese Spule haben soll und daran eben entlang gefahren. Und dadurch hat man jetzt das erste Mal wirklich Effizienz. Dadurch konnte man regeln, dass das, was auch an der Lampe ankommt, nur gebraucht wird. In gewissem Rahmen, also effizient ist es noch nicht, aber das ist jetzt schon mal zumindest besser. Genau, der Nachteil ist halt immer noch, das sind immer noch große Dinger, aber da konnte man jetzt so langsam das mit Motoren bauen und es war schon mal ein bisschen kleiner und das war so der Anfang, dass man da was fernsteuern konnte und dann muss man natürlich auch nicht mehr alles am Lichtsteuerplatz haben. 1961 war es dann auch mal soweit, da hat dann der Joel Spira den ersten Solid-State-Dimmer erfunden. Das heißt, man konnte jetzt mit Halbleitern dimmen und das hat halt den großen Vorteil, jetzt war es wirklich effizient. So ein Dimmer, der braucht dann sehr wenig Platz, der hat wenig thermische Verlustleistung und wie der funktioniert. Im Prinzip hat man ja die Sinuswelle von einer normalen Phase, wie sie aus dem Netz kommt, und dann nimmt halt dieser Dimmer einfach diese Sinuswelle und schneidet den ersten Teil ab. Entweder nur ganz wenig oder ganz viel, je nachdem wie man es einstellt. Wenn ihr euch ein bisschen mit Elektrotechnik auskennt, werdet ihr auch das Bild recht gut verstehen. Und das ist eigentlich recht simpel. Das war auch der Moment, wo das dann für den Heimgebrauch praktikabel wurde. Außerdem ist es dann aber ein bisschen ungünstig, weil, wie ihr wisst, 60 Hertz Netzfrequenz, da kommt man dann schon in den Bereich von Wellen, die halt für Ton ungünstig sind. Und das ist halt dann auch wirklich ein großes Problem, deswegen gibt es dann sogenannte Filter, die da mit eingebaut werden. Und umso besser dieser Dimmer ist, also umso teurer, umso hochwertiger, umso besser sind diese Filter und umso weniger Störfrequenzen hat man da. Für Ton jetzt aber wohlgemerkt. Wenn man zum Beispiel so einen Dimmer auf ungefähr halbe Leistung laufen lässt, dann hat man ganz gerne mal so ein typisches Brummen, was man auch heute immer noch gerne aus Dimmern hört. Und auch die Lampen hatten diesen Effekt dann. Und das ist natürlich ungünstig, weil so ein Ding soll eigentlich leise sein. 1998 kam dann der Sinuswellendimmer auf den Markt. Und zwar bei der Pulsbreitenmodulation wird die anliegende Versorgungsspannung nicht wie bei dem Phasen-An- oder Abschnittsdimmer einfach vorne oder hinten abgeschnitten und dann nicht mehr durchgeschaltet, sondern es wird dann pro Halbschwingung zum Beispiel 40.000 Mal geschaltet und dann wird geregelt, wie viel Leistung kommen soll, indem man diese Schaltzeit verlängert oder verkürzt. Das heißt, man hat dann eine Sinuswelle, die aber aus ganz vielen kleinen Balken besteht und die sind dann unterschiedlich dick und so hat man eine unterschiedliche Leistung. Am Ende wird das Ganze dann auch nochmal geglättet, um dann wieder eine einheitliche Kurve zu haben. Der große Vorteil davon ist dann, dass man eben keine Störungen mehr im Tonbereich hat, also im hörbaren Bereich, sondern man hat halt dann zum Beispiel Radiowellen.
Die kann man aber auch wieder mit Filtern dämpfen und die sind dann auch kleiner und günstiger. Das heißt, man hat da gewisse Vorteile, man hat aber auch Nachteile. Zum Beispiel, wenn man den auf 100% laufen lässt, dann ist ein normaler Solid State Dimmer eigentlich effizienter und hat den Vorteil, dass der dann zu dieser Zeit gar keine Störwellen mehr hat. Und so ein Sinuswellendimmer muss dann auch wieder eine extra Funktion haben, dass er dann auf Nicht-Dimmen schaltet, um dann erst wieder keine Störung zu haben. Störungen, die dann da auftreten, die sind dann eben vor allem für den Videobereich, also für Videoübertragung und so relevant. Aktuell sind nun eben die Solid-State-Dimmer, also Halbleiter-Dimmer und die Sinuswellendimmer, wobei die immer noch sehr teuer sind, deswegen wird man meistens auch auf Veranstaltungen noch die Halbleiter-Dimmer finden. Gibt es dann eben, wie schon kurz mal erwähnt, den Phasen-An- und den Phasenabschnittsdimmer. Das heißt, die wird dann entweder vorne oder hinten abgeschnitten. Und so kann man dann die Leistung regeln. Das hat aber ein paar Nachteile, nämlich einmal eine Blindleistung, die halt dann dadurch auftritt. Die ist gerade bei größeren Dimmern sehr unerwünscht bei den Netzbetreibern, deswegen gilt dann da irgendwann die Pflicht, dass man dafür entsprechende Schaltungen einbauen muss, damit die eben ausgeglichen wird. Wenn ihr übrigens nicht wisst, was Blindleistung ist, googelt es gerne mal. Das wäre wieder ein eigenes Thema. Und dann gibt es halt noch bestimmte Lampen, die halt mit Vorschaltgeräten arbeiten, mit Transformatoren. Gibt es ja alles Mögliche, digital, analog. Und das ist mittlerweile sehr, sehr verwirrend, was es da alles gibt. Das ist auch wieder ein eigenes Thema. Und dann muss man halt auch schauen, was brauche ich dann dafür für einen Dimmer? Was muss der dafür können? Und deswegen gibt es dann zum Beispiel Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, die kommen mit diesem Phasenanschnitt zum Beispiel nicht zurecht. Und außerdem ist es dann so, manche kommen nicht mit dieser steilen Flanke zurecht, deswegen muss man diese Flanke auch wieder ein bisschen dämpfen, damit die auch keine so hohen induktiven Lasten zum Beispiel bei einer Spule erzeugt. Genau, das war's. Ich hoffe, ich habe euch jetzt so einen kleinen Einblick gegeben. Meine Quellen findet ihr unten, also könnt ihr auch alles gerne nochmal nachlesen, ist allerdings meistens auf Englisch. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch interessiert. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare.